wird man zum Captain? Wie wird man zum Captain? Das ist bei uns relativ einfach. Wir sind ja, glaube ich, die einzige Mannschaft, die schon in einer anderen Stadt auch eine Mannschaft hat. Nämlich die Moja-Mannschaft in Berlin. Und da hat der Captain in Berlin hat mich angesprochen, ob wir das in Hamburg auch machen. So bin ich zum Captain geworden. Ich habe das einfach das erste Mal organisiert, habe die Mannschaft zusammengeholt, die jetzt alle hier sind, und bin dann quasi auch in dem Amt des Captains geblieben. Ich habe die einfach irgendwann mal bekommen, die Binde, und die ist bei uns reihum umgegangen. Jeder durfte die schon mal haben, und dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Spiele als Captain verloren habe, habe ich die Ehre, noch weiterhin die Kapitänsbinde zu tragen. Und wie ist die Bürde? Ist es schwer? Ja, verdammt schwer. Ne? Also schlaflose Nächte gehen da auf jeden Fall mit einher, vor allem wenn man natürlich so weit unten steht, wie wir das gerade stehen. Aber wir kämpfen uns da raus auf jeden Fall. Also das wird schon klappen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Schauen wir mal, wenn wir heute gewinnen sollten, so, ob ich es dann immer noch trage. Schauen wir mal. Was mache ich, um mein Team zu motivieren? Das ist verdammt schwer. Wir haben natürlich die große Herausforderung, dass wir alle frisch zusammengewürfelt sind. Das heißt, es sind ganz viele neue Charaktere hier, die das erste Mal zusammenspielen. Da muss ich natürlich sehr sensibel darauf eingehen, was wir hier für unterschiedliche Charaktere haben und die auch ganz unterschiedlich anfassen. Von daher gibt es da keine pauschale Antwort. So ganz so weit kann ich das nicht beantworten.